So, dann machen wir die nächste Aufnahme. Ich fahre jetzt. Du fährst jetzt? Okay, alles so schön. So. Also, ich war sehr allergisch, wenn wenn unangekündigt jemand in die ins Zimmer reinkam oder beim Klopfen. Weil ich bin immer sehr vorsichtig, ja, bei sowas. So, Lämpchen aus, das aus. Eieiei. Habt ihr denn da schon wieder für schöne Sachen? So, wie sieht denn die Tour aus? Ja. Gut, perfekt. Das können wir so lassen. Sag mal so, wo ich noch da in ach, bei der Wildeberg-Ermo da in der Nähe von Heilbronn, dem Heim da war, hatte ich eine volle Lego-Kiste gehabt. Wirklich war, es war, ihr kennt ja alle die Serie Raum für Voyager und so, damals war ich so Fan von der gewesen, da ich sie quasi aus Lego nachgebaut hatte. Vielleicht nicht gerade so die Untertassensektion, aber ja. Könnt ihr mal bei Google reingehen, Star Trek Voyager. Und ich habe da auch den Delta Flyer nachgebaut gehabt. Jedes gebaute Lego, was ich da hatte, war sehr viel Zeit investiert. Frei aus dem Kopf raus. Als ich aufgestanden bin, habe ich meine Schwester vor mir gesehen und sie steckte mir Essen im Mund. Oh, bitte. Kelly, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Einer hat schon mal versucht, bei mir was zu klauen. Einer hat schon versucht, bei mir was zu stibitzen. Und ich habe immer drauf gedrängt, ey, ich will für mein Zimmer irgendwann einen Schlüssel haben. Hat geht so nicht. Naja. Im Büro von deinem Betreuer war dann irgendwann, also konnte man sich ja verschiedene Kassetten ausleihen. Hörspüler, egal. Wie gesagt. Ne? Und über den Hörspiel war ja oben drüber ein Schlüsselschrank gewesen. Und dann habe ich einmal gemerkt, also bis ich es mal rausgefunden habe, wo dass es ein Schlüsselschrank war, habe ich meinen Namen gesehen. Ah, da ist also der Schlüssel von meinem Zimmer. Und dann hat einfach mal der Drei-Finger-Show dran geschlagen. Ja, genau. Und seit ich habe sie dann einfach abgesperrt. Aber auf jeden Fall war das irgendwann mal so gewesen. Er wollte wieder der gleiche Typ hochgehen und dann hast du voll und die Tür halt schnell auf und zu machen, ne? Naja, weißt du, was das Geile war? Du hast ja nur noch ein Rums gegen die Tür gehört. Dann ist der Typ. Und ich hab's halt mitbekommen, dann war ich aber schnell oben. Das habe ich euch sagen können, ey. So schnell war ich da oben noch nicht. Hätte ich schon so anfangen, Scheiße zu bauen, ey. Ach ja, das sind Dinger, ey. Oh.
Das war natürlich dann mies. Das ist mies. Adam. Nachts um 3 zu zocken. Eieiei. Oh, was ist denn schon wieder? Na gut, ich hab's anders da gemacht. Also, was habe ich mal erzählt? Ich dürfte erst mit also ich hatte zwar schon einen Computer gehabt, aber richtig mit Computer angefangen habe ich mit 14. Das habe ich mit 14. Okay. Richtig, Lucy. Richtig. Das habe ich nämlich dann gemacht. 24/7 zocken kann. Und es war dann quasi, wo ich dann hier in... Ach Gott, warte mal. Mal gerade überlegen. Ich wohne jetzt seit 10 Jahren hier schon. 10 Jahren. Aber wo ich richtig angefangen habe zu leben. Zu zocken. Wo ich das Interesse hier habe. 10 Jahren, ja. 2014 habe ich mich bei YouTube angemeldet, meine erste Erfahrung gesammelt, aber 2016 erst richtig losgelegt. Game Boy Advance, huh? Ja, den grauen Game Boy, den hatte ich auch noch. Oh, wenn du darauf antwortest, dann bitte privat. Bitte privat. Adam. Dann schick gerne eine Flüsternachricht. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt... Weil ich hier in Ding drin hab, der ab 18 ist. Durchgestrichen. Ja, also da musst du aufpassen. Deswegen achtet auf die Titelbeschreibung. Acht. Ja, ich habe ihn deswegen noch drin. Ja gut, dann auf eure Verantwortung. Weil mir geht es halt darum, dass halt, ne, weil der Schuss kann nämlich nach hinten losgehen. Um deine Frage nochmal zu beantworten, Lucy, warum ich das drin habe, ist einfach, weil manchmal mir aus Versehen mal ein paar... Wörter rausflutschen. Und wenn ich hier mal mich aufrege wegen ACC, deswegen. Komm, Kollege, ich lass dich mal vorbei, du wärst mir sowieso komisch. Also, deswegen sage ich ja immer ein bisschen achtsam sein und ein bisschen den Titel mitlesen, ja. Weil es gibt auch mal Streams, dann ist das Emoji draußen, ja.
weil es auch ab einer gewissen Uhrzeit ist. Wird's halt, wie gesagt, nächste Woche werdet ihr ja sehen. Aha. 16. Also, wenn ich mir... Kann mich auch irren, aber ich werde mal bei der ATZIG, ich muss halt drauf achten, ne? Wenn ich einen Stream ab 18 mache... Nein, nein, pass auf. Das sage ich dir, das sage ich dir aus Erfahrung, weil ich das beim anderen Streamer mitbekommen habe. Wenn jemand im Chat, wenn jemand den Chat auf ab FSK 18 macht und so wie Adam jetzt fragt oder du fragst, wie alt er ist, ja, und er schreibt rein, ja, und da steht ab FSK 18 drin, bin ich verpflichtet, ihn sofort zu bannen. Und auch meine Moderatoren, ja. Das ist das Problem daran, deswegen habe ich kein FSK 18 drin. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Deswegen habe ich das, deswegen habe ich einen Kompromiss geschlossen. Ich kann bei dem Lied nicht ernst bleiben, ey. Deswegen habe ich den Kompromiss geschlossen. Deswegen habe ich den Kompromiss geschlossen, den Emoji da reinzumachen, ja. Das heißt, falls da mal was ist, Leute, seid gewarnt, ja. Könnt zwar reinkommen, aber lasst das alle zumindest mal aus dem Spiel. Ja, oder wenn ihr da Fragen habt, dass ihr da das auch persönlich untereinander schreiben tut. Ne? Weil das ist noch so der einzigste Ausweg. Weil ich finde es... Ja, genau, das wird ja auch angezeigt, ne? Wenn du drauf gehst, der Stream ist ab 18, musst du bestätigen, ja. Ne? Also das kennen wir ja schon, ja. Ja, aber wenn du, selbst wenn ich das durch ein Emoji, deswegen muss man lesen. Und wer das halt nicht liest, dann ist das halt nicht mein Problem. Ich versuche halt einen Kompromiss zu finden. Und wie gesagt, dafür lese ich viel. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Spiel ab 18 zocken würde, muss auf jeden Fall FSK 18 rein. Sag ich ja ganz ehrlich. Und ganz ehrlich, Simulationsspiele, guck mal, ETS ist ab 12. Also bitte, warum soll ich da was ab 18 reinmachen? Nur weil man dann, wenn es Unterhaltungen gibt, dass wir dann ab 18 drin sind? Okay, kann ich verstehen. Ja? Aber dann bitte auch vorher mit Ankündigung. Darum geht es mir halt. Ne? Es soll Spaß machen für alle. Doch, Ramp Redemption war ab 18. Ups. Und das wird bei mir auf Twitch auch angezeigt. Ja, du kriegst dann unten bei der Spielkategorie deine Warnung. Ja, da steht ganz klar, aufpassen wegen obszöne Inhalte etc. Und dann, musst du da ein bisschen aufpassen. Deswegen versuche ich einen Kompromiss für alle zu finden und sage nicht direkt, ey, das ist ab 18, ihr habt da nichts zu suchen etc. Deswegen passt lieber ein bisschen auf, liest den Streamtitel. Ich versuche da alles kompakt reinzumachen, auch mit den Emojis. Naja. Es ist halt Twitch, ne? Ich bin halt in gewisse Richtlinie halt gebunden. Ne? Das ist halt...